Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute super spannende Folge, denn es geht um einen Mythos, der aber eigentlich keiner ist. Es geht nämlich um das Ungleichgewicht der Hormone, sogenannte Östrogendominanz oder auch relativer Progesteronmangel, was das mit dem prämenstruellen Symptom oder auch Libidoverlust, Zyklusstörungen, Kinderwunschschwierigkeiten zu tun hat. Das erklären wir alles in diesem Video, beziehungsweise ich, wir sind hier nur alleine. Spreche gern mal in der dritten Person von mir. Viel Spaß. Kleine Bitte noch zu Beginn. YouTube findet gynäkologische Themen nicht so super. Ich rede über Vagina, Vulva, Sex, Libido. Die werfen mich immer aus dem Algorithmus raus. Ihr könnt mir aber trotzdem helfen, indem ihr einfach ein Abo dalasst, das Glöckchen aktiviert und dann bin ich fein. Ihr seht nämlich wichtige Themen und ich werde nicht aus dem Algorithmus rausgeschmissen. Jetzt geht's los. Ja, es ist erstaunlich, dass das Ganze noch als Mythos betrachtet wird in vielen Bereichen, auch in den fachlichen Bereichen, denn es gibt natürlich sehr wohl ein Ungleichgewicht der zwei Hauptsteroidhormone oder auch Sexualhormone der Frau, und das ist ja das Östrogen und auch das Progesteron, als Gelbkörperhormon auch bezeichnet. Und die beiden sind in einem sehr sensiblen Gleichgewicht. Hormonell, zyklisch natürlich Unterschiede. Bei Zyklusbeginn sieht das Ganze ein Stück weit anders aus wie am Zyklusende. Aber nichtsdestotrotz kann da in der Relation trotzdem ein zu viel oder zu wenig des ein oder anderen Gegenparts sein. Es wird ein bisschen hormonell. Ich muss euch das kurz erklären, wie es biochemisch überhaupt funktioniert, damit ihr versteht, was das grundlegende Problem ist und warum sich vieles immer um das Progesteron dreht und was man vielleicht auch dagegen machen kann. Allgemein muss man sagen, ist die Hormonsynthese, also das Herstellen von Hormonen, relativ eng getaktet, vor allen Dingen auch hierarchisch. Das heißt, unser Zwischenhirn, vor allen Dingen bei den Frauen, gibt vor, was gebildet werden muss und was nicht, was ein zu viel hat, was ein zu wenig hat. Es ist also wie ein Thermostat bei der Heizung, ein ständiges Abgleichen und gucken, was brauche ich nicht, was brauche ich mehr. Und wenn irgendwo ein bisschen zu wenig da ist, muss entsprechend auch hochreguliert werden. Und man kann sich dieses Hochregulieren nicht vorstellen, dass das Zwischenhirn an den Körper ein Signal gibt und auf einmal kann entweder dieses oder jenes Hormon gemacht werden, sondern die stammen im Prinzip alle von einer Substanz ab. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das überfordert doch sehr und geht einfach über das Laienwissen hinaus. Das ist schon wirklich fortgeschrittenes Wissen. Ihr sollt nur so viel wissen, dass das Progesteron gar nicht so weit weg ist bei den synthetischen Schritten von der Grundsubstanz. Und Progesteron an sich kann durch ein paar chemische Prozesse relativ gut noch hin und her reguliert werden. Östrogen ist quasi das Ende dieser Stoffwechselprozesse, ist eine Sackgasse. Und deswegen liegt alles oder vieles am Progesteron, weil aus Progesteron könnte Östrogen gemacht werden. Aus Östrogen kann aber nie wieder Progesteron gemacht werden. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, warum auch zum Beispiel bei einer Hormontherapie, wenn man alleine mit Östrogenen arbeitet, man da wirklich viel auch falsch machen kann, weil dieses Produkt einfach nicht mehr umgewandelt werden kann, großartig. Klar, es kann inaktiviert, es kann ausgeschieden werden, das ist gar nicht das Thema, aber Progesteron an sich hat noch sehr viele Möglichkeiten. Betrachtet man sich jetzt einen normal laufenden Zyklus, dann sieht man diesen hormonellen Verlauf und man sieht vor allen Dingen, dass am Ende, nach dem Eisprung und nicht stattfindender Schwangerschaft, das Progesteron entsprechend wieder absinkt. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess, weil der Gelbkörper merkt, er wird nicht mehr gebraucht für eine mögliche Schwangerschaft. Also fällt das Ganze in den Keller. Das geht so weit, dass er den Östrogenwert schneidet und darunter fällt. Wir haben also in dieser physiologischen, normalen Situation eine relative Östrogendominanz oder auch diesen Progesteronmangel, der völlig natürlich vorkommt. Und was haben einige Frauen in dieser Phase? PMS, das prämenstruelle Syndrom. Ja, natürlich hat jetzt nicht jede Frau PMS
obwohl ja diese Östrogendominanz da ist. Aber schraubt man das Östrogen noch ein Stück weit höher oder das Progesteron noch ein Stück weit runter, dann stimmt dieses Verhältnis nicht mehr. Und dann gibt es eben Beschwerden. Unter anderem kann auch da Libido-Störungen der Fall sein. Zyklusunregelmäßigkeiten bei einer sogenannten Gelbkörperhormonschwäche. Kann es in der zweiten Zyklushälfte zu Zwischenblutungen kommen? Spräche dafür. Also gibt es auch noch darüber hinaus sehr viele Dinge, die ich jetzt gar nicht ansprechen kann. Aber es ist ein Krankheitsbild, wenn man ein zu viel oder zu wenig des einen oder anderen Hormons hat. Das ist also erstmal im Rahmen des normalen zyklischen Geschehens okay und tolerabel, muss auch nicht behandelt werden oder sowas, es sei denn, man hat ein schweres PMS. Jetzt haben wir aber eine Entwicklung in unserer Welt, die besorgniserregend ist, nicht nur auf hormoneller Ebene, sondern generell, was die gesellschaftlichen, körperlichen Entwicklungen angeht. Wir werden unterm Strich dicker. Ja, wir haben auf der Welt verteilt sehr viele Menschen mit einem erhöhten BMI. BMI, brauchen wir uns nicht drüber streiten, ist ein Maß, was ja, relativ out ist, was auch nicht mehr so en vogue ist, weil es einfach die Verhältnismäßigkeit nicht setzt. Ein Mensch, der 120 Kilo wiegt, Muskelmasse, er hat einen hohen BMI, obwohl er sportlich ist, und eine Omi, die schon etwas fettleibiger ist, aber eben relativ schmal gebaut, zusammengefallen klein, hat einen ganz guten BMI, obwohl sie wirklich zu viele Depots hat. BMI ist halt so ein grundsätzliches Pi mal Daumenmaß. Aber was ja feststeht, ist, dass auf der Welt zu viel Fülle und Menge an Nährstoffen da ist. Sprich, wir werden alle im Verlauf des Lebens dicker, als wir es zum Beispiel vor 200 oder auch 100 Jahren waren. Das birgt jetzt vor allen Dingen ein Problem, denn das Östrogen wird eigentlich sehr viel in der Nebenniere produziert, auch im Gehirn ein Stück, aber natürlich auch ganz viel im Eierstock, wie ihr wisst, aus Testosteron übrigens, aus dem männlichen Sexualhormon. Aber es gibt auch das Enzym, was aus Testosteron Östrogene machen kann, im Fettgewebe. Das heißt, über die letzten Jahrzehnte haben wir eine viel größere und viel mehr Produktionsstätten vom Östrogen, nämlich in unseren Fettdepots. Das ist ein Problem. Wir produzieren einfach jetzt schon zu viel Östrogen und wir haben ja gemerkt, Östrogen ist ja die Sackgasse, wir können das irgendwie nicht anders verwerten. Jetzt kommt noch dazu, dass viele Menschen auf der Welt, die meisten in Deutschland, mit der Pille zum Beispiel verhüten. Das soll jetzt gar kein Video werden über Für und Wider Pille, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, gibt es auf dem Kanal hier genug Videos zu. Es sieht nur so aus, dass die meisten Pillen, viele Pillen, den Eisprung unterdrücken. Und wir brauchen aber den Eisprung, um Progesteron zu bilden. Denn wie wir ja vorhin schon gehört haben, Progesteron wird gebildet vom Gelbkörper. Der kommt aber nur zustande nach dem Eisprung. Denn die Hülle, die zurückbleibt, das wird später der Gelbkörper. Habe ich jetzt also keinen Eisprung, habe ich keine Hülle, habe ich keinen Gelbkörper, habe ich kein Progesteron. Ich habe also einen Progesteronmangel kreiert durch eine Pille. Jetzt fragen viele, ja, aber in den kombinierten Pillen sind ja auch viele Gelbkörperhormone drin, synthetisch hergestellt. Ja, aber die reichen bei weitem nicht aus und sind nicht das körpereigene Progesteron, sodass man schon von einem Mangel trotzdem sprechen kann. Wir haben jetzt auf der einen Seite also zu viel Östrogenproduktion und wir nehmen uns die Progesteronproduktion weg, indem viele Menschen hormonell verhüten, geht ja nicht nur um die Pille. Und da entsteht natürlich auch mal eine relative Östrogendominanz oder der Progesteronmangel mit all den Problemen, die da zustande kommen können. Über die einzelnen Krankheitsbilder jetzt im Detail zu sprechen, würde auch diesen Rahmen hier sprengen. Über PMS, Zyklusstörungen, es gibt so viele Informationen, gerade auf den sozialen Medien bei mir oder aber auch eben hier auf YouTube, dass ihr euch da nochmal durchschauen und lesen könnt. Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich auch verstehe, was mache ich denn dagegen? Also wie kann ich dem Ganzen jetzt Herr werden? Ja, die Therapie bedarf immer einer Ursache und die Ursache kenne ich jetzt bei euch nicht. Aber wenn wir jetzt mal das PMS als Beispiel nehmen wollen, das prämenstruelle Syndrom, was kann ich dagegen tun? Gibt es sehr, 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 sehr viele kleine Schritte, die man gehen kann, vom Lifestyle her über Nahrungsergänzung, die B-Vitamine hochschrauben, Magnesium. Es gibt Triggersubstanzen, die man weglassen sollte, Alkohol, Nikotin in dieser Zeit. Aber ja, man kann natürlich auch probieren, dieses relatives Ungleichgewicht wieder herzustellen. Und das kann man auch pflanzlich machen, zum Beispiel mit Mönchspfeffer, Agnus Castus, habe ich ein eigenes Video zu, wie das Ganze funktioniert und dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Agnus Castus beim
PMS helfen kann, das steht fest. Also man könnte auch mit kleinsten Schritten schon eine große Wirkung erzielen. Klar kann man auch mit bioidenten Hormonen oder auch wirklichen synthetisch-chemischen Hormonen, wenn man so möchte, dagegen steuern. Man kann in der zweiten Zyklushälfte mit dem Gelbkörper das dem Körper eben zurückführen. Ob vaginal, oral, muss individuell entschieden werden. Also es gibt Möglichkeiten, gerade bei einem bestimmten Beschwerdekomplex Hilfe zu schaffen. So, ich habe euch jetzt ein bisschen erschlagen. Was ich aber festhalten möchte, ja, es gibt diese Östrogendominanz oder relative Östrogendominanz, relativer Progesteronmangel, wie auch immer man es jetzt schimpfen möchte. Aber es ist eben ein Ungleichgewicht dieser beiden Steroidhormone der Frau, die zu Problemen führen können. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet mit den Infos ein bisschen was anfangen. Ganz wichtiger Punkt am Ende. Bitte Glöckchen aktivieren hier bei YouTube, abonnieren nicht vergessen, guckt auch mal bei den sozialen Medienkanälen vorbei, Instagram, Facebook, TikTok und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, ciao.